So, für lange nicht mehr so Cadillac zurückgebracht, daher aus dem Urlaub zurück. Was kann uns jetzt noch davon abhalten, mit der Schein hall und völlig friedlich heimzukommen? Kupflacherparade! Natürlich schlechte Neuigkeiten, was denn sonst? Kupflacherparade! Endlich Leute, da seid ihr! Wir haben euch überall gesucht! Moment, seid ihr nicht die Ninja-Höhlen aus der Zukunft? Exakt! Das bedeutet, obwohl es ist wieder irgendwas außergewöhnlich Schreckliches. Ist es schon wieder der Thanos oder was ist es das Mal? Ist es das Mal ein ganz neiger Schurke? Naja, nicht wirklich neu. Und weißt du, Waltraud, wenn wir ehrlich sind, ist das nicht nur ein Schurke. Was soll das bedeuten? Wir alle wissen doch, ja, die, dieser eine Schurke da. Nein, vielleicht legst du mal eine Pause ein, Leute. Vielleicht soll ich fertig erzählen. Nee, Jay geht schon. Also Leute, ich bin jetzt echt ein bisschen verwirrt gerade. Wie ihr ja wisst, gibt es in unserer Gegenwart, die eure Zukunft ist, sehr, sehr viele neue Schurken zu besiegen. Darunter den Knochenkönig. Der Knochenkönig? Wer zum Henker ist das? Unwichtig. Jedenfalls ist der hinter den Kristallen her. Waffi Kristalle? Ach, habe ich wohl noch nicht gesagt, hä? Die Kristalle, die man braucht, um das ultimative Schwert zu konstruieren. Es war's. Einblende. Vor vielen Jahrhunderten war es die Aufgabe des Skelettvolkes, auf die beiden Klingen aufzupassen. Die hellblaue, die für die gute Seite steht, und die rote, die für die böse Seite steht. Ein ganz besonderer Skelettkrieger hatte diese Klingen immer bei sich und ließ sie keine Sekunde auch nur aus den Fingern. Doch sein Dorf wurde seit Jahren von einem bösen Knochenkönig heimgesucht. Er sah ein, dass die Klingen machtlos waren im Vergleich zum Knochenkönig. Also warf er sie weg. Er musste sich etwas Neues einfallen lassen, um ihn zu besiegen. Da kam ihm die Idee. Er sah einen Haufen sehr wertvoller Kristalle liegen, die offenbar seit Urzeiten hier ruhten. Mit seinen letzten Schmiedeteilen und seinem unglaublichen Verstand kreierte er in Sekundenschnelle eine perfekte Klinge. Oder besser gesagt, einen perfekten Griff. Dann musste noch die Klinge dazu. Er konzentrierte sich. Und dann. Die Klinge hatte so eine enorme Menge, dass ein einziger Schlag genügte, um den Knochenkönig seelenreich zu verbannen. Das getan war, merkte der Knochenmann, dass die Klinge viel zu mächtig war. Niemand durfte so unendliche Macht besitzen. Nicht einmal er. Er hat die Klinge wieder zerfetzt und zurück in seine Einzelteile. An jedem Ort in der gesamten Umgebung, wo er hinkam, hatte er einen Kristall versteckt. Das ist die Legende.
Legende. Sechs Kristalle. Okay, und was genau sind die Kristalle jetzt? Warte, gerade hast du nicht zugehört? Die Kristalle, wenn sie zu dieser gigantischen Klinge zusammengefügt werden, sind sie die absolute Macht. Mächtiger als alles, was ihr kennt. Selbst mächtiger als die dunkle Katze. Ich bin sprachlos. Ich weiß nicht mehr, was ich jetzt sagen soll. Wie wäre es mit wir stürmen los und suchen sofort nach den Kristallen. Wie fabelhaft. Da kommt man einmal nach einem Tag Urlaub zurück und schon wird wie eine neue Katastrophe freigesetzt. Manchmal wünschte ich, ich wäre doch im Wald geblieben. Dort ging es viel besser. Aber egal, los geht's. Schlaf, mein Kristallchen, schlaf tief und fest. Bald siehst du Kameraden, die drück ich auf dich rauf. Dann steigt die Klinge bis zu einem Hausdach hinauf. Oma, das hört sich nach Ärger an. Schaut einmal da drüben, Leute. Das hört sich nicht nur nach Ärger an, Manu. Das ist Ärger. Oh. Er hat die Klinge und eine der Kristalle. Kristallkönig! Ja, bitte. Oh, ihr seid diese Tölpel der Zukunft. Tut mir leid, ich bin nicht gewillt, in die Zukunft mitzureisen. Nimm gern diese Köfflerhartdödel mit, aber nicht mich. Yes, wir wollen dich nicht in die Zukunft mitnehmen. Da gibt es dich schon längst. Was wir wollen, ist dir diese Klinge abzunehmen. Immer sagst du Klinge. Tut mir leid, diesen Griff abzunehmen. Und den Kristall. Was ich will, ist die Kristalle selbst zu bekommen. Und das werde ich. Früher oder später. Garantiert. Kristallkönig, du darfst da auch eine Sache nicht vergessen. Die Klinge konnte nur von diesem Skelettmann damals ausgehalten, wo ausgehalten werden, weil er ein Skelett war. Stell dir mal vor, wenn ein lebendiges Wesen, das kein Skelett ist, diese Klinge in der Hand hält. Das ist überragende Macht. Bitte, du musst auf uns hören. Du darfst dieses Risiko auf keinen Fall eingehen. Es könnte dich das Leben kosten und schweigt! Ich glaube, ich höre auf euch. Dass diese blöden Lügenmärchen denkt ihr euch doch bloß aus, weil ihr Angst habt, vernichtet zu werden. Keine Sorge, das ist sowieso nicht abzuwenden. Ach, das gibt's doch nicht. Das reicht mir. Ich hatte eigentlich gehofft, sie mich hervorholen zu müssen, aber nun bleibt mir keine Wahl. Wovon redet der Redwein da, Oma? Keine Ahnung. Miau. Brillant, Redwein. Ich vermag das gar nicht zu fragen. Die Klinge hast. Hier hast du sie wieder. Dun, dun. Ich danke vielmals.
Und jetzt verschwinde und hör mit diesem Mist hier auf. Warum glaubt der Redwein, dass der Kristallkönig auf einem Herrn wird, Oma? Wenn ich das wissert. Also private Gründe zwischen uns. Private Gründe. Moment mal, der Redwein kennt den Kristallkönig persönlich?